wunderschönen guten Mittag wieder beim Schnäppchen kochen. Dieses Mal fragt mir meine Nichte, Onkel, 9 Jahre alt, kannst du mir nicht sehen lassen, wie ich eine leckere Pizza mache, anstatt von immer die blöde Pizza da aus dem Tiefkühle. Sag Kind, da denke ich drüber. Und hier kommt meine Antwort. Ich fange mal an mit etwas zu sibbeln. Das gehört ja dabei, ne? Wenn man nicht sibbelt, hat man nichts auf der Pizza und da sollte was drauf kommen, ne? Lernt ja keine italienische Margherita. Und die Margherita geboren, außer ich habe nichts und noch weniger. So schlimm ist es bei uns nicht mehr, ne? Also können wir uns schon was auf der Pizza leisten, ne? Auch wenn es dann keine original italienische Pizza ist. Dann wäre es halt eine original deutsche Pizza. Wenn nur etwas drauf liegt. So, ein paar dünne Zwiebelringchen. Die sollte man wirklich dünn schneiden. Nicht, dass man daher so à la McDonald's, ne? Da ist die Zwiebel. Im Sitzen schneiden ist auch nicht so einfach, übrigens, Leute. So, das sollte auch genügend sein. Dann habe ich noch etwas Knoblauch, ne? Das gehört ja beim Land, ne? Und da meine ich Deutschland, ne? Die benutzen ja mittlerweile mehr Knoblauch, habe ich gehört, wie Italiener, ne? Und wenn beide Knoblauch essen, ist es ja nicht schlimm, ne? So, was habe ich noch mehr drauf zu legen? Dann habe ich hier noch Käferchen. Dann habe ich hier, Sardellen. Dann habe ich was Oregano, was Marihuana. Ich habe mir hier schon was Käse zugeschnitten. Und dann habe ich hier noch was junge Käse. Der geht auch durch. Dann habe ich noch ein Stückchen alte Wurst. Ist fast wie mit dem Käse. Wegschmeißen können wir es noch immer. Aber solange es nicht mehr schlecht ist, kann man es vielleicht besser benutzen. Und somit benutzen wir heute mal ein Stückchen Wurst. Anstatt von dem bekannten Schinken, der ja jeder drauf liegt. Ne? Fängt ja überhaupt nicht schlecht an, Leute. Unsere Pizza aus der Kühlung, das kann selbst meine Nichte sich nehmen, ne? Die Tomatensoße dabei, das Leben ist so einfach. So. Inside the car, Mick made a hit.
Geh ich eben bei stehen, das geht sonst nicht, Leute. Die schönen, weichen, jungen Käse, ne? Der soll ja schmelzen nachher. So, zum Anfangen mal, ne? Mal sehen, wie weit wir kommen. Ja, Leute, ich fange eiskalt an. Das war die ganze Vorbereitung, das war alles, was da zu tun war. Übrigens, wenn ihr noch was anderes im Kühlschrank liegen habt, wovon ihr denkt, ah, lecker, nicht vergessen, auf die Pizza zu legen heute, ne? Widerspenstig. So, jetzt fängt das an, ne? So, alles gleich wieder aufgeräumt. So Leute, jetzt fange ich an. Ich möchte etwas Geschmack hier unten haben. Was Oregano. Etwas Majoran. Kein Marihuana. Leute. Majoran. Und da fängt die Hauptsache schon an. Wir belegen das Ding etwas hier und da. Ein paar von den dünnen Zwiebelchen. Ein paar von den dünnen Scheibchen hier und da. Ein paar Tomätchen fürs Gefühl.
Leute, wenn es zu schnell geht, müsst ihr was sagen, ne? Die Pizza ist nämlich schon fast fertig. Ein paar Kaperchen drauf. So hier und da. Als ob man was anderes schmeckt. Und wenn man es nicht mag, vor allem nicht drauflegen, liebe Leute, dann passt das nämlich nicht, wenn man es nicht mag. Dünne Streifen von ziehen und hier und da verteilen. Auch wieder die gleiche Story, nur wenn man es mag. Wenn man es absolut nicht mag, muss man es absolut nicht tun. Dann ist das nämlich nicht lecker. Ha. Manche von denen verstecken sich. Die müssen neu gefangen werden. Leute, schmutzige Finger sind im Handtuch einfacher für die Umwelt wegzuwaschen als ein Stück Aluminiumfolie oder Plastikhandschuhe. Ne? Denkt da drum. Ja Leute, jetzt bin ich schon ziemlich weit. Ne? Dann habe ich hier noch etwas von den Mushrooms, die ich hier und da verteile. Sieht aus wie ein Italiener. Ne? So, ein paar Spargelchen dabei. Die hatte ich zufälligerweise noch vom Weihnachtspaket. Ne? Der Chef von mir, der ist ja nicht so geizig. Ne? Da bekomme ich jede Schale richtige. So Leute, die Pizza ist fertig. Ist das Lachen? Noch etwas Parmigiano. Ich finde es nur gut aussehen. Das Auge möchte ja auch was mit essen. Ne? So Leute, und jetzt gehen wir zu meinem Pizzaofen. Ihr werdet es gleich sehen. Ich sag das Wort nicht, aber so ist es trotzdem. Bis gleich draußen. So, liebe Leute. Meine Unterplatte. 250 Grad warm. Obertemperatur. Kleine 200. Einen guten Italiener hat immer Holz im Ofen. Wir auch.
So. Pizza drauf. Kleine Nichte. Und der Jäter. Übrigens, die Kinder sollten das natürlich nicht tun mit Feuer. Ne? Aber vielleicht auch nicht an so einem heißen Ofen alleine. Also, fragt eben Papa oder Mama. Und alles kommt gut. Hätte ich hier mal ein Schaukelchen, ne? Wo ich reinschauen konnte. Ne? Wie es tut, ne? Tralalalalalalalala. Ich hab Dampf. Ah, Temperatur noch immer schön. Ah, das geht. Das geht. Das sieht schlecht aus, Leute. Das sieht überhaupt nicht so gut aus. Wie ich das wieder erklären muss, das wird wieder ein Problem. Meine Nichte hat Pech, dass sie nicht da ist, aber nur ein Video bekommt. Die wird sich ärgern. Der ist etwas schwer, Leute. Ich verstehe nicht, wie jemand so eine schwere Platte kauft. Und die ist auch noch warm, ne? Die ist richtig warm, die Platte. Als Pizzaplatte überhaupt nicht schlecht, ne? Kann man auch schön Bacon drauf backen, ne? Hat man genug in einmal für die gebackene Eier. Oder ein schönes Schwarmer werde ich mal backen. Schwarmer aus dem Grill, immer lecker. Immer lecker. Das wird was. Könnte ich mal warten, ne? Poch. Ich kann ja gut warten, ne? Ich bin ja richtig geduldig. Boah. Ich würde sagen, fertig, Leute. Gas wieder zu, ne? Vor allem nicht vergessen am Grill, ne? Leute, so heiß hat man sie nicht oft. Aber mir ist es gelungen. So, liebe Leute, das wäre mein Vorschlag für heute. Fein, simpel, einfach, innerhalb von 20 Minuten komplett fertig. Und eine leckere Mahlzeit. Schönen Appetit und
Denkt drum, Leute. Nachgucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.